Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo. Ja, Freunde, lange ist es her, dass hier zuletzt Videos gekommen sind. Doch hier mit diesem kleinen Infovideo möchte ich mich zurückmelden und ja, auch mal so einen kleinen Überblick verschaffen, warum denn diese doch sehr, sehr lange Pause mittlerweile und ja, was war los und so weiter. Blicken wir mal einfach zurück. Vor doch mittlerweile schon einigen Monaten kamen leider die letzten Parts von Metro Last Light und so. Und danach hat das Ganze ja leider abrupt gestoppt. Das hat einfach den Grund, weil ich damals privat leider ein paar Probleme hatte. Hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber ich hatte momentan da einfach ein bisschen andere Sachen, worum ich mich kümmern musste, und das war halt auch so mitunter ein Grund, weswegen ich da nicht mehr so wirklich die Zeit gefunden habe. Und der andere Grund war damals einfach, und das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem gewesen, dass ich da immer wieder trotzdem noch Probleme mit der Videoverarbeitung und so hatte und ich einfach nicht so wie ich es gerne wollen würde, einfach aufnehmen, verarbeiten und hochladen. Das, ich weiß auch nicht, das hat einfach immer wieder nicht so wirklich geklappt. Ich muss auch gestehen, ich bin, was PC und diese technischen Sachen, sprich Software und so angeht, bin ich leider doch relativ grün hinter den Ohren. Und ja, deswegen habe ich da leider auch sehr, sehr gerne mal so ein bisschen Probleme damit. Und das war eigentlich auch so der Hauptgrund. Irgendwann ist mir einfach so ein bisschen die Lust vergangen, weil es dann einfach immer wieder mal Probleme gab und ich einfach nicht so hochladen konnte, wie ich es gerne wollte. Und ja, irgendwann hat mir es dann einfach die Lust genommen und das Ganze ist dann einfach so ein bisschen eingeschlafen. Aber ja, ich sage einfach mal, besser so, besser, wenn man eine Pause macht, so wie ich jetzt halt leider, als wenn man sich jetzt dazu zwingen würde, als wenn ich jetzt da so halbherzig irgendwie Videos machen würde. Das möchte ich mir eigentlich nicht antun, das möchte ich euch nicht antun. Und das ist auch etwas, was ich mir damals auch zur Regel gemacht habe, dass wenn ich einfach keine Lust dazu habe, wenn ich mich nicht irgendwie dazu fühle oder was weiß ich, dass ich mich einfach niemals dazu zwingen möchte, Videos zu machen, weil einfach darunter, wie gesagt, die Qualität leidet und das wäre eigentlich um die Spiele schade, das wäre um die Projekte schade, das wäre um uns schade, die einfach diese Spiele erleben wollen, ich sowie halt auch die Zuschauer, sprich eure Seite. Und ja, wie gesagt, das wollte ich einfach nicht und deswegen einfach eine doch mittlerweile etwas längere Pause, aber wer weiß, vielleicht hat das auch ganz gut getan. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt versuchen, wieder ranzusetzen, mal wieder weiterzumachen. Wir haben ja nach wie vor Metro Last Light, wo wir damals eigentlich relativ frisch angefangen haben. Und ich denke mal, das sollte auch nicht so das Problem sein, hier wieder weiterzumachen. Auch von technischer Seite gesehen, ich hoffe es zumindest, ich muss auch noch mal ein bisschen gucken, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ansonsten bei Licht und Finsternis ist es so, dass ich das, dass ich mir das Ganze erst noch angucken muss, wie es jetzt mit dem Verarbeiten und so läuft, beziehungsweise halt auch wegen der Auflösung, wo ich ja immer noch so ein bisschen Probleme habe. Ich meine, vielleicht weiß der andere oder der ein oder andere ja auch Bescheid, dass ich da diese Balken im Video habe, wegen der Auflösung, die ja nicht so hundertprozentig passt. Ich weiß, andere strecken das Bild oder wenden irgendwelche anderen Methoden an. Das muss ich gestehen, beherrsche ich noch nicht so wirklich, beziehungsweise ich müsste mir das auch erstmal angucken, ob das überhaupt auf meinem neuen Programm möglich ist. Und ja, also ich muss mir das Ganze einfach nochmal angucken, eben bei Licht und Finsternis, wie ich das Ganze auf jeden Fall wieder ordentlich zum Laufen bringe und halt auch dann in einer akzeptablen Qualität. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir auch einfach mal eine Namensveränderung gegönnt. Ich muss sagen, was
Den Kanalnamen angeht, das ist etwas, wo ich mir nach wie vor sehr unsicher bin. Irgendwie habe ich bisher noch nie so wirklich was gefunden, wo ich gesagt habe, das ist es, das gefällt mir jetzt. Ich bin leider, was sowas angeht, sehr unkreativ. Naja, na gut, so sei es nun. Ich meine, der Name wird hoffentlich nicht alles sein. Ja, ansonsten, ich möchte jetzt noch nicht großartig eine Zeitangabe machen, wann es konkret wieder weitergeht. Ich will, wie gesagt, erstmal gucken, wie es läuft. Ich will selber jetzt erstmal zusehen, dass ich da mal wieder aufnehme und so weiter. Also ich kann es euch noch nicht versprechen, dass jetzt gleich in nächster Zeit wieder Videos kommen. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich versuchen, mich da wieder ranzusetzen und ich denke, es freuen sich beide Seiten, wenn der Kanal nicht komplett jetzt stillgelegt werden würde. Ja, es gibt eigentlich so, glaube ich, jetzt vorerst gar nicht mehr großartig was zu sagen. Wie gesagt, das soll jetzt einfach mal einfach so ein Infovideo sein zum Stand der Dinge und einfach, dass ihr mal wieder wisst, der Kanal ist nicht komplett jetzt stillgelegt, sondern ich möchte da schon mal wieder das Ganze etwas zum Laufen bringen. Ja, das war's dann eigentlich schon. Ansonsten bei Fragen oder so können wir gerne noch im Kommentarbereich schreiben, falls noch irgendwelche Fragen sind oder was weiß ich. Wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall mal wieder von euch zu hören bzw. von euch zu lesen und dann hört und liest man sich vielleicht mal wieder in einem Projekt demnächst.